Hi, hier ist Juri Gurgi. Vielleicht kennt ihr mich von der Russendisco, der Rotfront, meine Band. Ist das eh ernst? Lenin-Denkmal in Gelsenkirchen? Ich bin in der Ukraine aufgewachsen, wo Lenin eine Art Gespenst meiner Kindheit wurde. Und ich war so froh und erleichtert, als vor ein paar Jahren alle Lenin-Denkmale demontiert wurden. Denn er ist ein Symbol und der steht für alles, also nicht alles, aber vieles, was im 20. Jahrhundert schiefgelaufen ist. Daher finde ich, Lenin gehört auf den Recyclinghof der Geschichte. Kein Platz für Lenin, nicht bei uns in Deutschland.